Hallo zusammen, es freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind und damit darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen Ausgabe Ländle TV, der Tag. Es gibt folgende Themen für Sie. Der Frühling ist jetzt wirklich bei uns im Ländle angekommen. Wir haben einige Gartentipps für Sie. Dann haben wir uns ein ganz besonderes Haus in Hörbmanns angesehen. Und natürlich mit dabei unser Kachelmann-Wetter. Fast schon sommerliche Temperaturen sind fürs Osterwochenende angesagt und da freut man sich natürlich auch schon wieder auf die Gartenarbeit. Wir haben uns etwas näher informiert, was man denn so beachten muss, wenn man jetzt im Frühling den Garten herrichtet. Die Sonne scheint und die Tage werden endlich wieder länger. Der Frühling hat sich im Ländle bereits bemerkbar gemacht. Für viele Gartenbesitzer ein Grund, die eigene grüne Oase neu zu gestalten und für den Sommer vorzubereiten. Ja, Vorarlberger sind ganz eifrige generell. Also die sind ja recht viel bei uns gewesen und haben sich halt schon mit Dünger, mit Rasendünger gut eingedeckt. Und man sieht so in der Gärte, jetzt fängt es überall an zu blühen und Menschen wachen auf und sie gehen da gerne in die Gärte raus. Welche Vorkehrungen sollte man im Frühling treffen? Ja, jetzt im Frühling kann man ganz gut am Rasen schaffen. Das heißt, jetzt können alle Rasenarbeiten gemacht werden. Das fängt an mit dem Rasendünger. Man kann den Rasen ganz gut vertikutieren, das heißt empfilzen. Was auch empfehlenswert ist, dass man Unebenheiten jetzt im Rasen noch ausbessert. Nebst der Rasenarbeiter kann man genauso gut im Gartenbeetli schaffen. Alle Arten von Studen lassen sich sehr gut jetzt im Frühling tollen, vermehren. Man kann auch umgestalten, die Pflanzen verträgen das jetzt am besten. Und im Frühling können generell alle Arten von Pflanzarbeiten gemacht werden. Das heißt, im Frühling kann man auch Studen setzen, Sträucher und Bäume setzen. Wo man noch ein bisschen aufpassen muss, das ist bei Pflanzen, die was nicht winterhart sind. Die sollte man erst dann aussetzen, wenn es noch wirklich noch ein bisschen wärmer ist. Das heißt, wenn die Eishelligen vorbei sind, dann kann man, ist man sicher, dass sie dann nicht verfrieren. Gerade im wechselhaften April ist ein Temperatursturz nicht auszuschließen. Aber auch hier gibt es hilfreiche Maßnahmen. Wenn sie schon eingepflanzt sind und man merkt, dass es jetzt einmal kälter war, seit über Nacht, dann würde ich empfehlen, dass man entweder dünnes Vlies, Vegetationsvlies drüber tut, oder man kann sie auch mit einem Lin durchhelfen oder auch eine Decke einfach drüber tun. Und das sollte eigentlich auch nur über Nacht die kalte Temperatur ein bisschen vor denen schützen. Im Sommer ist im Garten Genuss pur angesagt. Dafür gibt es einige Tipps, die den Garten zum Lieblingsplatz in den heißen Monaten macht. Im Sommer kann man zum Beispiel ganz gut im Nutzgarten arbeiten, wenn man sowas hat. Man kann alle Arten von Gemüse anbauen. Im Sommer ist eh generell das die Zeit, wo man im Garten alles auch machen kann. Mit der richtigen Wahl der Pflanzen und der passenden Pflege wird der Garten schnell zum bunten Naherholungsgebiet. In Hörbrands, da steht ein ganz besonderes Haus. Dieses wurde sogar mit einem Klimapreis ausgezeichnet. Wir haben uns dieses Haus etwas näher angesehen. Eine Wohnanlage in Hörbrands überzeugt österreichweit mit Klimaeffizienz. Zum zweiten Mal in 6 Jahren darf man das klimaaktive Goldzertifikat entgegennehmen. Also mein Name ist Eckhard Drössler. Ich wohne hier in diesem Haus hinter uns und als wir vor 10, 12 Jahren überlegt haben, doch nur mal ein Haus zu bauen. Dann haben wir gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es gescheit. Ja, wir haben halt geschaut, dass wir schon eine zeitgemäße Sanierung hier draus machen. Es war ein Bestandsgebäude, wir haben es umgebaut und saniert und haben gesagt, dann machen wir das nach dem Stand der Technik mit allem, was wir können und was wir wissen. Und es hat fast Passivhaus-Neubaustandard. Es entspricht dem Passivhaus-Sanierungsstandard, Astreihen ohne anzustreifen. Wir haben das dann bei Klimaaktiv eingereicht. Es ist für Errichtung und Planung und für die Qualität zertifiziert worden. Und jetzt, 6 Jahre später, noch einmal, weil wir in 5 Jahren gezeigt haben, dass es eher weniger Energie verbraucht als das, was wir damals bekannt gegeben haben. Eine mehrjährige Verbrauchsmessung hat gezeigt, das Haus benötigt noch weniger Energie als bislang vermutet. Der Technikraum bestimmt ein Kernstück dieses Erfolgs. Wir stehen jetzt hier im Technikraum. Da hinter dieser glänzenden Oberfläche ist der Pufferspeicher, 2.500 Liter Wasser, gut gedämmt wegen der Wärmeverluste. Das hier ist die Wärmepumpe.
ein kleines Gerät, wie man es früher in Einfamilienhäusern gefunden hat, reicht hier für 5 Wohnungen. Und dahinter die blauen Gehäuse, das sind die Lüftungsanlagen. Und das, was hier so verwirrend ausschauen mag, diese glitzernden Rohre an der Decke, das sind die Rohre der Lüftungen, ist nichts anderes als so etwas Ähnliches wie leere Konservendose, also wie Konservendose ohne Deckel und ohne Boden, ein Stück nach dem anderen und eine Dämmung drumherum, also keine Hightech. Eine Wärmepumpe ist in jedem Kühlschrank drin, Pufferspeicher kennen wir, seit wir Warmwasserversorgung in den Häusern haben, und bei den Lüftungsgeräten ist auch nichts anderes drinnen als kleine Ventilatoren, wie sie in jedem Dunstabzug und in jeder WC-Entlüftung drinnen sind. Wetterbeständige Natursteinfassade und Wärmedämmung an Wänden, Fenster und Türen. Die Technik in Vorarlberg macht es schon länger möglich. Ja, das Haus ist nichts Besonderes. Wir sind ja nicht besonders begütert und können uns da nicht herausragendes Risiko oder Entwicklungsarbeit leisten. Es ist Stand der Technik 2010 mit Experten aus unserer näheren Umgebung und mit Firmen aus der näheren Umgebung. Also der Fensterbauer ist hier aus dem Ort und der Lüftungsbauer kommt aus Wolfurt und die Wärmepumpe kommt aus Hart und so weiter. Wirklich nächste Umgebung. Stand der Technik konsequent umgesetzt. Und das Überraschende daran ist, dass es etwas Besonderes geworden ist. Ich hätte gedacht, es wird was Normales. Bis zu 20 Mal weniger Energie verbraucht das Doppelhaus im Vergleich zu anderen Wohnanlagen. Denn in erster Linie will man ja Energieverbrauch reduzieren und nicht mehr erzeugen. Jede Heizung ist eine Maschine, die nichts anderes tut, als die Verluste zu ersetzen, nämlich die Wärmeverluste. Welcher Unternehmer würde sich eine Maschine kaufen, der ihm die Verluste ersetzt, jedes Jahr wieder? Nein, natürlich nicht. Der würde danach trachten, die Verluste zu eliminieren. Und das haben wir bei dem Haushalt ja auch gemacht. Und jetzt haben wir eine Heizung drinnen, die sonst normalerweise in ein Einfamilienhaus eingebaut wird. Die beste Energie ist die, die man nicht braucht. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. Bikeparkplänen droht Weg durch die Instanzen. Naturschutzbund will Parteistellung und prüft Gang zum Landesverwaltungsgericht. VN-Sonderseite: Ostern ist das älteste und höchste Fest der Christenheit. Früheste Zeugnisse belegen die Feier der Auferstehung. Und brutale Details zum Raubüberfall in Alberschwende. Das war's nun auch schon wieder mit Ländle TV der Tage. Es gibt noch wie gewohnt unser Kachelmann-Wetter und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein wunderschönes Osterwochenende. Machen Sie's gut, tschüss! Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Ein wunderschönes Osterwochenende mit viel Sonnenschein und frühsommerlicher Wärme steht uns bevor. Der Kar-Samstag startet im ganzen Land schon überwiegend sonnig. In den Morgenstunden ist es dabei aber noch relativ frisch. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 8 Grad. Tagsüber geht es mit Sonnenschein weiter und erst im Laufe des Nachmittags können sich über den Bergen Richtung Bregenzer Wald und Adelbergregion stellen. Teilweise auch im Montafon ein paar kleine harmlose Quellwolken bilden, die aber den Sonnenschein nicht trüben werden. Es wird frühsommerlich warm, wie gesagt. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf rund 18 bis 24 Grad. Vereinzelt sind auch im Raum Bludenz bis zu 25 Grad zu erwarten. Auf dem großen Pitzbuin in rund 3312 Höhenmetern hat es am Nachmittag minus 1 Grad. Am Ostersonntag bleibt uns das traumhafte Frühlingswetter mit Sonnenschein von früh bis spät erhalten. In der Früh liegen die Werte im Rheintal erneut bei rund 8 Grad. Tagsüber werden dann bis zu 25 Grad stellenweise wieder erreicht. Am Ostermontag geht es mit viel Sonnenschein, frühsommerlicher Wärme und aufkommendem Südföhn weiter. Stellenweise können da auch ein paar Wolkenfelder dabei sein. Die Temperaturen bleiben frühsommerlich warm bei rund 25 Grad. Am Dienstag geht es mit Sonne, Föhn und ein paar Wolken weiter. Es bleibt warm bei Werten im Rheintal bis zu 24 Grad. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.